Im Namen des Mondes informieren wir euch. So, Servus. Hallo, herzlich willkommen zur Anmeldung zum Schimmel Elfen mit den Telekom-Grundsprechern. Mein Name ist Davos, ich bin von Telekom Germany und heute haben wir vier tolle Gäste bei uns, die, sag ich mal, sicherlich die Stimmen von uns in unserer Kindheit geprägt haben, die Stimmen. Demnach erstmal einen riesen Applaus für die Rollen. Erst einmal bitte schon Sailor Starfighter. Mara Winzer, ihr kennt sie als die zweite Stimme von Luna und der Sängerin der deutschen Sailor Moon Songs. Stefanie von Heldenfeld kennt ihr als die kluge Sailor Merkur. Oder versteht ihr alles gut dahinter? Mich? Besser. Ah, besser, okay. Und ja, ich lasse es dann hier in die Mitte. Und last but not least haben wir noch den Herrn Hubertus von Lerchenfeld. Ihr kennt ihn als die deutsche Stimme von Motoki, aber auch aus anderen Anime-Serien, wie zum Beispiel seiner bekanntesten Sanji aus One Piece. Ich würde sagen, ich fungiere jetzt mal hier als die Rolle des Moderators. Wenn ihr eine Frage habt, dann jetzt oder nie, hebt einfach die Hand und lasst das Q&A-Panel beginnen. Wer möchte die erste Frage stellen? Ja, da hinten. Hallo, erstmal, ich bin großer Fan von Starfighter. Hallo. Und ich wollte fragen, wie es für Sie war, als Sie das Angebot bekommen haben, dass Sie einen Mann synchronisieren, weil es ja eigentlich ein Mann ist, also bevor er sich verwandelt. Also, ich kann mich da nicht mehr genau daran erinnern, aber die Figur wurde halt als androgyn mir angeboten und es war dann klar, dass meine Stimme eben eine Tonalität dann findet, die sowohl den, also den männlichen Aspekt als auch den weiblichen Aspekt eben bedienen kann. Und ich habe die Serie ja seitdem nicht mehr gesehen und habe Star Wars und Gloria zu verdanken, dass ich mir das jetzt nochmal ganz frisch anhören konnte. Und habe dann tatsächlich meine Stimme sogar selber erst aufs zweite Anhören selber erkannt gehabt. Danke. So, die nächste Frage. Da vorne sehe ich jemanden. Also ich hätte eine Frage an alle Synchronschauspieler hier, vielleicht der Reihe nach irgendwie. Ich würde gerne mal wissen, was für eine Lieblingsrolle haben Sie jeweils von Ihren besagten Rollen? Also von allen gesprochen? Von allen gesprochen. Also nicht nur aus Sailor Moon, sondern? Nicht nur aus Sailor Moon, ganz querbeet durch. Ich muss ja jetzt nicht zwingend antworten. Also ich kann sagen, es gibt keine wirkliche Lieblingsrolle in dem Sinn für mich, weil jede Rolle ihre absoluten Eigenheiten hat, die sehr, sehr schön sind, dann auszufüllen. Und ich muss sagen, natürlich macht es super Spaß, Sailor Merkur zu sprechen als Heldin und sich als solche zu fühlen, wenn man dann im Studio steht. Aber es macht eben auch mal, ehrlich gesagt, super Spaß, eine richtig fiese, miese Rolle zu sprechen und da auch mal was rauszulassen. Also insofern kann man das nicht sagen und sicherlich sind die Serienrollen, mit denen identifiziert man sich mehr, als wenn man jetzt für einen Film eine Rolle übernimmt. Und da gibt es welche, die man lieber gesprochen hat und weniger, aber so eine richtige Lieblingsrolle ist schwierig. Geht mir genauso. Also alles was man so zu sprechen bekommen hat, hat man gerne gemacht und es hat Spaß gemacht und mir natürlich besonders, wenn ich auch singen durfte. Das war für mich eine sehr, sehr gute Kombination und da bin ich schon aufgegangen, sehr stark. Ich habe auch in dem Sinn keine Lieblingsrolle, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich mir eine kreieren würde, dass es unter Umständen schon eine Zeichentrickfigur sein könnte, weil ich finde, dass die Freiräume sehr groß sind, da selber eben
was zu schaffen, was nicht vorgegeben wird von einem real existierenden Schauspieler oder einer Schauspielerin. Das heißt, man kann extrem eben mit der Stimme arbeiten und selber was schaffen. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Jetzt fehlt noch ein Bärschuss. Mir geht's genauso. Nein, ich möchte schon kurz darauf antworten. Also in dem Bereich Anime, Zeichentrick ist auf jeden Fall für mich die größte Aufgabe gewesen, Sanji, der allein schon vom Umfang, ich glaube, wir haben jetzt 450 Folgen gemacht, es kommt noch was angeblich. Es ist die Frage. 700 schon. Ja, aber wir haben 450 synchronisiert und jetzt. Ich hoffe, es kommt nicht. Also er ist auch nicht in jeder Folge drin. Okay. Und das macht wahnsinnig Spaß, weil er ja diese einerseits wirklich der kämpfende Held ist und auf der anderen Seite ist er ja völlig verknallte, verliebte, übertriebene Liebeskasperl. Und das ist schön, da in diesen beiden Extremen sich hin und her zu bewegen. Was mir natürlich persönlich auch noch wahnsinnig Spaß gemacht hat, ist How I Met Your Mother, weil da einfach. Weil das war eine irrsinnig lustige Serie und der Typ, der hat einfach gut gepasst. Das war mit seinen Marotten, mit seinen ganzen Spleens und so und da entdeckt man sich ganz schön oft selber wieder. Genau. Dankeschön. So, wer möchte als nächster? Ja, ich habe eine ähnliche Frage und zwar an alle. Welche Figur generell im Anime-Bereich würdet ihr gerne sprechen, wenn ihr es könntet? Den Sanji. Zum Beispiel einen europäischen oder englischen oder französischen Film hat.
Das ist beim Japanischen ein bisschen natürlich anders. Trotzdem würde ich dir da sehr recht geben, das Schöne ist beim Zeichentrick, dass man das, oder bei Anime, dass man es freier gestalten kann. Ach ja, eine kurze Zwischenfrage. Er ist noch in die Vernebelung gekommen. Auf die? Vernebelung. Statt Moon Prism Power macht ihr. Das ist eine Sache zwischen tatsächlich dann der Regie und den Dialogautoren. Ja, was man da sagen kann, also Sailor Moon in der deutschen Fassung hat ja zweierlei Studiosverfahren. Die erste Staffel wurde ja beim Blaser Studio aufgenommen und dann ab der zweiten Staffel ging es ja rüber zu FFS, oder? FFF, sorry. Ihr beide wart ja noch im ersten Studio mit dabei, könnt ihr euch noch an diese Zeit erinnern, durch die anderen Q&A-Panels haben wir ja von den anderen Kollegen gehört, es war noch die Zeit, wo man zusammen synchronisiert hat in einer Kabine und dann wurde es dann aufgesplittet. Was kann man aus dieser Zeit dann noch sagen? Also generell war der Ablauf im Synchronstudio aufgrund des damals noch nicht so hohen Zeitdrucks anders, eben wie du sagst, man hat zusammen vor dem Mikrofon gestanden und dadurch war das Dialogische sehr viel besser, weil man, wenn man sich miteinander unterhält, dann passt man automatisch die Lautstärke an, den Duktus, den Tonfall und insofern wird das Ganze, das Endergebnis sehr viel harmonischer. Dann hörst du wirklich zwei Leute, die sich real miteinander unterhalten. Heutzutage wird jede Rolle einzeln aufgenommen, das heißt der Partner hat im Grunde überhaupt nicht im Ohr, was der Gegenüber gesagt hat und antwortet auf einen gelesenen Satz. Also man muss immer mitlesen und das ist sehr viel schwieriger dann für den Regisseur, das anzupassen. Und deine Ausgangsfrage, wer kam auf die Vernebelung, das ist wahnsinnig schwierig, glaube ich, für die Autoren in der Kürze der Zeit ganz viele Folgen zu schreiben. Da werden dann meistens mehrere Autoren genommen und schreibt der eine das, der andere schreibt das. Und im Studio wird relativ spontan entschieden, was ist denn das Beste. Und oft sind es dann Entscheidungen, die genau ins Herz der Fans treffen, weil Vernebelung wahrscheinlich nichts mit Moon Prism zu tun hat. Moon Prism und deswegen, das ist also einerseits ganz gut, dass ihr uns da auch ein bisschen helft und so eine Art auch diese Wikias zum Beispiel befüttert, dass ihr sagt, wer wie was ausgesprochen hat und so, da gucken die Regisseure tatsächlich teilweise selber nach, weil sie es natürlich nicht wissen, wie das vor 5 Jahren mal ausgesprochen wurde. Und also die Exaktheit einer Synchronisation hängt immer vor allem vom Rohübersetzer ab. Und natürlich gibt es jetzt wenige japanische Rohübersetzer in München und die machen ihre Arbeit so gut es geht und in der jetzt für Moon Prism Vernebelung schreibt, gut, das war jetzt wahrscheinlich ein englischer Begriff, da müsste man schon drauf kommen, was das dann heißt. Aber die letzte Instanz der Entscheidung hat der Regisseur. Der muss dann einen hoffentlich recht griffigen, auch synchronen Ausdruck prägen und das ist eben das Gemeine, das geht dann oft total dran vorbei. Muss man denn eigentlich, wenn man da Dialogbuchschreiber ist, dann, wenn man den Text geschrieben hat, noch irgendwie den Lizenzgeber vorher noch zeigen und sagen, ist es Ihnen so gerecht oder hat man da eigentlich die volle Macht? Vor allem die Japaner sind halt etwas sehr bedacht, dass alles korrekt verläuft. Ja, also ich weiß nicht genau, wie das mit den Lizenzkäufen dann ausgeht, also ob dann man wirklich die Handhabe drauf hat, ich mache jetzt meinen völlig eigenen Text, auch wenn der an der Handlung, an der Originalhandlung vorbeigeht. Was ich sagen kann, ist, dass die Regisseure und auch die Autoren die Mangas zu Hause haben und wirklich auch Szene für Szene sich durchlesen und gucken, wie wurde das da formuliert in den Originalmangas. Die werden aber auch wieder von Personen übersetzt, wo man jetzt nicht weiß, sind die wirklich ganz nah am Original oder haben die sich da auch was einfallen lassen, damit es logisch bleibt. Synchron ist immer ein bisschen ein Kompromiss, eine leichte Verfälschung, um auf die Lippen zu passen, um wirklich dem Ganzen auch einen deutschen Touch zu geben, weil so urjapanisch würde das vielleicht gar nicht, also von allen so mutiert werden, das weiß ich nicht. Aber man muss
verliert immer, auch jetzt Beispiel How I Met Your Mother, da sind auch Witze, ich sag mal, im Atlantik versunken, auf der Übersetzung von USA hier rüber. Das ist, also da sind so viele Wortspiele drin, die wir nicht rüberbekommen haben oder die der Autor nicht rüberbekommen hat. Das hat mit uns Sprecher nichts zu tun, der ist dafür verantwortlich. Und also am Anfang haben wir da auch wirklich Probleme gehabt, dass das, also ja, dass das irgendwie die Witze nicht mehr so in der Anzahl da waren. Und ja, das ist im Grunde das Hauptproblem, dass man einfach nicht immer alles rüberbekommt. Okay, ja, sehr interessant. Da, ich gehe da um den Gott. Hallo erstmal, wir haben eine Frage an die Frau Werkenfeld. Und zwar, Sie sind ja auch die Stimme von Sam bei Prinzessin und Monte gewesen. Ich bin ein sehr großer Ghibli-Fan, Entschuldigung. Und ich wollte Sie zwei Fragen stellen. Ja. Wie war es damals? Also ist da jemand gekommen? Wie läuft das ab? Und sagst du, Sie sind die Stimme von Sam oder haben Sie die freie Auswahl eventuell auch von einer anderen Figur? Nein, also es ist... meine zweite Frage gerne. War, genau. Was halten Sie von den Ghibli-Filmen? Also haben Sie den einen oder anderen außer einer Note schon mal privat angesehen? Oder? Ja. Also die erste Frage, man muss es sich vielleicht einfach so vorstellen, als Synchronsprecher ist man bei verschiedenen Aufnahmeleitern in ihrer Sprecherliste drin. Und wenn dann das Studio einen Auftrag bekommt, einen Film zu synchronisieren, dann gehen die Liste durch mit dem Regisseur zusammen und schauen sich an, eventuell auch mit dem Redakteur, der noch im Hintergrund sitzt, insofern die Frage zu dem Lizenzgeber, der dann schon noch Einfluss hat auch. Und man besetzt dann und wir werden dann angerufen, wenn sozusagen gesagt wird, du könntest passen. Es ist aber in der Regel nicht so, dass man angerufen wird und gesagt wird, du könntest passen. Es gibt aber auch noch drei andere Rollen in dem Film, die passen würden. Also insofern hat man selber nicht die Wahl. Es passiert aber, das hatte ich auch schon tatsächlich sehr lustig in einem französischen Film mit zwei Hauptrollen. Und ich habe auf die eine bin ich gecastet worden und wir haben während des Castings gemerkt, nee, eigentlich passt es viel besser auf die andere. Und es ist dann letztendlich so gekommen, dass dann die andere Rolle genommen wurde und umgekehrt die andere. Also insofern ist man da als Sprecher eher jetzt in der Entscheidung nicht frei. Klar könnte man sagen, wenn man kommt und sagt, und das sieht, also die Rolle gefällt mir gar nicht und ich sehe mich nicht auf der, könnte ich sagen, mache ich nicht. Passiert also in der Regel nicht. Auch dazu sagen. Und die andere Frage war die Ghibli-Filme. Also ich meine, die drei bekanntesten sind ja, glaube ich, das Chihiro ins Zauberland und auch das Schloss, glaube ich. Das Schloss. Ich glaube, das war nur das Schloss gesehen, ja, und den fand ich total schön, auch, also vor allem die Musik, muss ich sagen. Prinzessin Mononoke finde ich auch wahnsinnig toll. Ich war damals sehr, sehr, sehr erstaunt. Ich hatte tatsächlich bis dahin Anime mehr in Richtung Sailor Moon, nicht so, finde ich, psychologisch tiefgehend, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, wie Prinzessin Mononoke gesehen. Also da waren ja richtige Punkte, das war ein richtiger Problemfilm, der mich auch runtergezogen hat, wenn ich den angeschaut habe. Also, ja, muss ich echt sagen, das ist schon, der ist bedrückend. Und ich dachte, man muss es immer irgendwie fröhlich und alles macht Spaß. Ist es ja dann letztendlich eben auch nicht. Und deswegen bin ich auch sehr begeistert von diesem Ghibli-Film, weil die ja viele von den Filmen haben. Aber viel mehr kenne ich dann letztendlich auch nicht. So, ich glaube, du warst es. Hubertus Dieter Maximilian von Lerschenfeld. Ich bin ich hätte zwei Fragen. Eine gezielt an Sie und eine an alle. Fange ich mit der an Sie bestimmt an. Und zwar haben Sie Joker aus Mass Effect synchronisiert. So, und ich bin ein großer Fan von der Spielereihe und dann habe ich gemerkt, dass so ziemlich der ganze Cast von Teil 1 und Teil 2 sich gewechselt hat. Ich denke durch ein anderes Tonstudio auch. Und da wollte ich einfach von Ihnen wissen, ob Sie gezielt gesagt haben, Sie möchten den Charakter weiter sprechen oder ob das Tonstudio von ab dem zweiten Teil auf Sie zugekommen ist. Das ist wahnsinnig schwer. Das war ehrlich gesagt eine finanzielle Entscheidung. Und zwar bin ich ja in der Sprecheragentur und ich bin an diese Agentur gebunden und die sagen, wenn du im PC-Bereich arbeitest, dann musst du so und so viel Geld verlangen, damit wir hier keine Dumpingpreise aufrufen.
Und das war damals ein Hamburger Studio, glaube ich. Die haben das auch alles immer noch in den ersten beiden Teilen. Ich weiß gar nicht, ob das Studio sich geändert hat. Das war, glaube ich, da weißt du vielleicht mehr. Also ich weiß, das hat ein Studio in Hamburg auf jeden Fall gemacht. Wurde ich hingeflogen, das war wirklich sehr aufwendig. Da habe ich dann meine, ich weiß nicht, 1500 Files oder so an einem Tag Vollgas durchgezogen mit allen Schreiben und allem. Die Besetzungsentscheidung war, glaube ich, dass ihn im Original Seth Green gesprochen hat, den ich auch spreche. Und da hat dann das Studio gesagt, nee, dann soll das auch Robertus Werfenfeld machen, der in den Austin Powers Filmen den Seth Green gesprochen hat, den Sohn von Dr. Evil. Und dann wurde ich für die nächsten einfach nicht mehr angerufen. Also ich habe das auch nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt nicht der große Gamer und kenne mich auch auf dem Markt nicht aus. Und ich habe nur dann irgendwann mal von Leuten gehört, wie dir, die dann gesagt haben, wieso sprichst du eigentlich in Mass Effect 3 oder 4 nicht mehr? Und ich glaube, Mass Effect 3 haben wir noch gesprochen, oder? Und nicht mehr. Achso, aber dann habe ich noch alle gesprochen. Ach, die ersten beiden nicht. Die Frage war, weil sich komplett der Cast geändert hatte, bis auf ihre... Achso, bis auf meinen? Ja, genau. Das weiß ich nicht. Das weiß ich. Ich dachte, ich wäre da umgesetzt, weil ich bin bei anderen Computerspielen, wurde ich umgesetzt. Bei Scooby-Doo, ja, falls ihr das kennt, da gibt es Spiele und Filme und das wird jetzt komplett in Berlin gemacht und dann nehmen sie auch Berliner Sprecher. Das ist aufgrund der... Ja, ist aber einfach. Ruft mal einen an, der ähnlich klingt und dann wird das so gemacht. Ich dachte, ich wäre da auch umgesetzt worden, wenn ich alles zurück wollte. Ja, meine zweite Frage an alle ist, und zwar würde mich interessieren, welche Ausbildung, Studium, was auch immer ihr gemacht habt, um Synchronsprecher zu werden, beziehungsweise ob das schon immer euer Ziel war oder ob das eher so zufällig sich ergeben hat. Nee, da. Also ich komme von der Schauspielerei, ich habe eine ganz traditionelle Schauspielausbildung abgeschlossen, habe dann viel Theater gespielt und gedreht und arbeite auch immer noch als Schauspielerin. Und weil für mich das zumindest ein zum Teil sehr unregelmäßiges Einkommen war, als ich dann nicht mehr fest am Theater war, hatte ich mich dann entschieden, dass ich gerne Synchron machen würde und wurde dann gleich auch auf eine größere Kinorolle gecastet, die ich dann bekommen hatte. Die Beate Glöckner, das war jemand, der jetzt in Berlin, früher in München aufgenommen hat. Und das war dann der Anfang für das Synchron. Und mittlerweile ist es so, dass aus dem Synchron sich bei mir zumindest eben andere Sachen auch noch geöffnet haben. Also ich bin jetzt zum Beispiel hier in München für den BR auch tätig und für Sky und ich mache Hörbücher und arbeite für das Goethe-Institut und was weiß ich. Also das heißt, die Sprecherei hat sich aus der Schauspielerei ergeben und ich liebe den Beruf sehr, sehe mich aber selber auch immer noch als Schauspielerin und liebe auch diesen Beruf sehr. Bei mir ist es auch eine Schauspielausbildung in Wien und auch eine Musical-Ausbildung zur Sängerin und deshalb auch die Lieder, die ich gesungen habe. Und nachdem man in der Tat nicht vom Synchron allein leben kann, muss man was anderes machen. Und bei mir hat sich im Laufe der Zeit ergeben, dass ich eine Schauspielagentur leite und habe und lenke. Und ich mich vor der Kamera nie wohl gefühlt habe, sondern eher immer hinter der Kamera. Also war klar, da kann dann nur Synchron in Frage kommen. Und irgendwann hat sich es dann halt wieder verschoben, weil nicht mehr so viel zu tun war. Und jetzt mache ich diesen Job hauptberuflich. Ja, das ist schön. Jetzt haben wir wirklich beide Wege, wie man so zum Synchron geht. Es gibt natürlich noch ein paar mehr, aber so die ganz großen Tendenzen, dass ihr aus der Schauspielerei oder in Kombination mit der Schauspielerei kommt. Und ich bin tatsächlich als Kind dazu gekommen, irgendwie steht hartnäckig im Internet, mein Vater hätte mich zum Synchron gebracht. Das stimmt so nicht, aber okay, bitte aus dem Animo keinen Streit. Aber es macht ihm auch nichts aus, also das ist jetzt auch nicht so tragisch, aber nein, das war nämlich meine Tante. Also aber vielleicht, also ich war damals 6 Jahre alt und mein Bruder war 5 und meine Tante hat beim Bayerischen Rundfunk Schulfunk gemacht und hat Kinder, für Kinder Schulfunksendungen
geschrieben und aufgenommen als Regisseurin, aber eben als Radiosendungen. Und hat dann irgendwann überlegt, Mensch, wir machen doch da Schulfunksendungen, warum sind da nicht mal Kinder mit dabei? Weil eigentlich ist es ja für Kinder. Und da wir nun in der Familie greifbar waren, waren dann so die ersten Sätze eben im Tonstudio des Bayerischen Rundfunks so, Mama, ich hab Durst oder so, die wir gerade noch so uns merken konnten, weil lesen war noch nicht so. Und, also, und so wurde man dann ein bisschen weitergereicht. Ich habe dann erst eben im Bayerischen Rundfunk ein paar Sprecherrollen gehabt oder eben in Hörspielen mitgewirkt. Und irgendwann mit 12, 13 kam es dann so, dass dann ein Synchronstudio, die eben oft auch auf der Suche nach Kindern, nach frischen, neuen, jüngeren Stimmen sind, die haben dann tatsächlich beim Bayerischen Rundfunk einfach mal angerufen und gesagt, Mensch, ihr habt doch Sprecher, Kinder, wollen wir es nicht mal versuchen. Der erste Versuch ist dann ziemlich schief gegangen. Das war, ich weiß es nicht, ob es A-Hörnchen und B-Hörnchen war oder irgendwie sowas. Also jedenfalls sind mein Bruder und ich ins Studio gekommen und haben dann mit, ich weiß gar nicht, wie alt wir waren, 7 oder 8 und sollten also diese Zeichentrick Eichhörnchen sprechen. Und da war leider einfach das, die Gegebenheiten so, dass ich glaube, das Studio war nicht so richtig drauf eingerichtet, dass Kinder kommen, vor allem totale Neulingskinder. Und es war dann so eine Atmosphäre, dass dann meine Mutter tatsächlich gesagt hat, nee, also das machen wir jetzt lieber nicht. Und das ist auch zu anstrengend für die beiden, die sind noch zu jung. Dann hat es noch mal ein bisschen gedauert und dann sind wir so mit 12, habe ich dann meinen ersten Film synchronisiert, eben als Mädchen. Und bin dann da reingewachsen. Neben der Schulzeit immer mal wieder, dann natürlich noch sehr wenig. Und dann war meine erste wirklich große Rolle, war dann in Beverly Hills. Die, genau. bin ich gerade selber völlig... Wie ist die Name her? Die Nachfolgerin von der Brenda. Valerie, danke. Genau. Und das war eben auch so schön, weil das war das erste Mal eine Rolle, wo ich so richtig tief anlegen musste und eben nicht diese Rollen, die immer sehr, sehr hoch gegangen sind. Also so, und so bin ich da wirklich reingewachsen und dann ist es tatsächlich so, wie du gesagt hast, da das, also insbesondere bei Frauen, kein Job ist, der einem so richtig das Leben also leicht macht oder finanziell auch ganz ermöglicht, habe ich mich jetzt einfach dann wieder ganz anders orientiert und arbeite jetzt beim Bayerischen Rundfunk. Auch im Medienunternehmen. Also bei mir war es auch eher so der Weg aus in der Kindheit, dass ich da schon was synchronisiert habe, weil ich mal ins Synchronstudio eingeladen wurde von meiner Cousine. Und da sollte ich was vorlesen und eine Woche später habe ich tatsächlich, oder meine Eltern wurden dann vom Regisseur angerufen, der hat mir gesagt, der Hubertus hat eine lustige Stimme, den würden wir gerne mal aufnehmen für eine Serie. Und dann habe ich das gemacht und ja, ich habe das so, man hat als Kind einen spielerischeren Zugang. Also man denkt gar nicht so drüber nach, sondern man spielt einfach und spielt die Rolle. Und darum geht es ja beim Synchron letztendlich. Und da bin ich dann relativ schnell zu Serien gekommen, die Bären sind los und auch eben dann später Beverly Hills und ja, ja. Und genau, und auch Filme wie Paris, Texas von Wim Wenders zum Beispiel, das habe ich jetzt irgendwann mal gesehen und meine mich dort als Kind gehört zu haben, aber ich weiß es nicht mehr genau. Und genau, das ist dann auch so gewachsen, bis ich dann so 16 war, da fängt man dann an, drüber nachzudenken, was man macht. Da wird man dann unsicher und dann wird man einfach schlecht als Synchronsprecher. Ich habe dann wirklich über jeden Satz nachgedacht und habe mich total verbogen und es war ganz furchtbar. Und dann habe ich wirklich auch ein bisschen, also nochmal später Schauspielunterricht genommen, weil ich dann auch an einem Theater engagiert war und also meine Leistung überhaupt nicht gebracht habe, würde ich sagen, als Schauspieler. Und dann musste wirklich jemand mit mir Schauspielunterricht machen. Und das hat mir dann wiederum fürs Synchron sehr geholfen, meines Erachtens. Und dann bin ich auch dadurch, dass eben damals auch noch nicht wir getrennt aufgenommen wurden, konnte man bei den großen Sprechern, bei den Älteren immer sich ein bisschen was angucken. Wie machen die das? Wie betonen die? Wieso klingt die Stimme so interessant? Oder wieso ist das so... Ja, die haben so einen gewissen Zauber da immer reingebracht, weil sie es halt schon 30 Jahre gemacht haben. Und da hat man sich dann immer so ein kleines Scheibchen abgeschnitten und versucht, das irgendwie nachzumachen. Und dann ist halt die Frage, also bist du gut genug, um dabei zu bleiben oder fliegst du einfach raus? Es sind viele, kamen und gingen und ein paar sind halt geblieben. Und die machen das aber dann jetzt bis zu ihrem Alters,
Teil. Und genau, ich bin dann jetzt eben noch, also ich habe nebenbei noch Politik und Geschichte studiert, das habe ich aber mehr so aus Eigeninteresse und weil ich da als Sprecher noch Zeit hatte, bin aber jetzt fast ja, zu 80% nur noch als Regisseur tätig und Dialogbuchautor und betreue eben Serien und Filme und bin mehr hinter der Scheibe. Freue mich aber immer, wenn ich wieder was sprechen darf. Und One Piece, da hoffe ich, da kommt jetzt die nächste Staffel. Hoffen wir doch auch. So, da haben wir schon gleich die erste. Also sie wartet eigentlich schon wieder. Aber es kommen bestimmt beide noch. Ich habe eine Frage an die Stimme von Luna. Als Sie die Lieder gesungen haben, haben Sie sich da auch so ein bisschen Zelle rum reingezogen? Das wussten Sie, was ich jetzt sage. Ich habe Sie schlecht verstanden. Was meinten Sie? Ob Sie sich mit den Zellen ein bisschen auseinandergesetzt haben, bevor Sie die Lieder gesungen haben? Ja, natürlich. Ich war im Studio und habe mich immer damit auseinandergesetzt, hat auch immer Riesenspaß gemacht. Das Einzige, was wir eben hatten, dass wir, als wir die Lieder aufgenommen haben, normalerweise, wenn man so viele Lieder aufnimmt, wie wir aufgenommen haben, geht man in ein Tonstudio. Und das war damals leider Gottes aus Kostengründen nicht möglich. Und aus diesem Grund mussten wir diese Lieder im Sprachstudio aufnehmen. Und das war natürlich Stress. Das heißt, ich habe also die Hauptstimme gesungen, ich habe die Chöre selber gesungen. Also wenn wir was gedoppelt haben, wurde das alles im Sprachstudio gedoppelt. Das ist in einem Musikstudio wesentlich einfacher zu bewerkstelligen und oftmals hat man natürlich dann auch einen Chor, der dann mitsingt. Und somit musste ich das alles alleine machen, hat aber riesengroßen Spaß gemacht, war natürlich auch ein bisschen stressig, aber schön. Und das Resultat, muss man wirklich sagen, was rausgekommen ist, ist dafür, dass es in einem Tonstudio aufgenommen wurde, ganz okay, denke ich. So, da muss ja keiner gemerkt haben. Also ich habe es nicht gehört. Also das ist gerade gefehlt, das kann ich sagen. Also das Radio hat super gehört. Wunderbar. So. Passt. So auch. Nein, ich meine, Sailor Moon ist ja auch schon eine Zeit lang her, wie Sie da den Figuren ihre Stimme geliehen haben. Meine Frage ist jetzt, hätten Sie am Anfang gedacht, dass das tatsächlich hier in Deutschland auch so boomt? Und die andere Frage ist, wie gehen Sie mit den Fans um? Weil ich meine, ich bin mir sicher, dass Sie auch im Wandel vielleicht auch mit Anime und Manga zu tun haben, aber wie gehen Sie dann mit den Leuten um, die auch Fragen stellen, von denen Sie vielleicht die Details gar nicht so genau wissen und die dann vielleicht enttäuscht sind oder wütend oder kennen Sie sich dann eh aus? Oder inwiefern haben Sie, wenn jetzt Sailor Moon im Raum erscheint, wie fühlen Sie sich dann da betroffen und die Leute auf Sie zugehen und Sie anhimmeln deswegen? Wie fühlt man sich da? Das würde mich jetzt persönlich interessieren. Ich komme mir vor wie ein Star. Nicht mehr im Detail. Und es ist aber, ich
glaube, das ist auch gar nicht der, wie soll ich sagen, die Aufgabe. Oder ich glaube, für einen Fan ist es ja auch wichtig zu sagen, okay, ich höre die und sehe die da im Film. Und es wäre eigentlich schade, wenn jetzt, wenn man da immer irgendwo im Hintergrund mitschwelen oder lassen würde, ah ja, und da gibt es ja auch noch die Synchronsprecher dazu. Aber ansonsten habe ich es natürlich immer sehr genossen, wenn man da dazu kam. Aber hätten Sie am Anfang gedacht, dass das tatsächlich so nicht... Nein, ich fand das sehr befreiend. Ich dachte mir, das ist ja komisch, das ist ja eine ganz lustige Sache, die da kommt. Aber dass das so eine Fan- und vor allem auch eine Fangemeinde, die sich äußert, hervorruft. Weil das ist ja, Beverly gibt es auch Fans. Aber die würden niemals, sagen wir mal, in Foren oder im Internet zurück mal ihre Meinung kundtun, auch über das mal sprechen, dass sie sagen, hey, das ist aber jetzt plötzlich eine neue Stimme oder so. Also das finde ich, das fand ich ganz toll und war da auch echt sehr, sehr, sehr überrascht davon. Also ich hatte, genau, als ich das damals gesprochen hatte, war das, glaube ich, mein erstes Anime überhaupt, was ich vertont hatte und das war ganz fremd für mich auch. Und ich habe natürlich überhaupt gar nicht damit gerechnet, konnte man ja auch gar nicht. Ja. Das war ja eigentlich was völlig Neues. Und dann, wie gehe ich damit um? Also ich versuche halt jede Anfrage, die ich da kriege, zu beantworten. Ich mache jetzt wahrscheinlich ein Fass auf, aber ich bin auf Facebook und wenn ich da angefragt werde, die sind alle meine Freunde. Also wenn ich so müssen sich die Beatles gefühlt haben. Es war wirklich Wahnsinn, wir sind reingekommen und die haben die Leute immer zusammen. Und das lässt schon auch unsere Herzen natürlich höher schlagen, weil wir sonst eigentlich nur ein Feedback aus dem Internet oder so bekommen, wenn irgendwas schlecht war. Genau, und was schlecht synchronisiert hat oder der passt doch da gar nicht drauf. Man schaut ja wirklich mal so, wie ist denn das zum Beispiel, weil ich war am Anfang auch bei How I Met ein bisschen unsicher, ob ich nicht zu jung klinge für den Marshall. Und da waren dann auch Stimmen, die gesagt haben, das passt aber nicht und den hat doch jemand anderer schon in dem Kinofilm gesprochen und so. Und jetzt hat sich es aber ein bisschen gewandelt nach hunderten Folgen, ich weiß nicht, wie viele hundert Folgen wir gemacht haben, sagen jetzt alle, aber da passt doch der Hubertus besser. Aber ich weiß es nicht. Also das ist immer Geschmackssache. Und von der Anime und von diesem Fanbereich, egal ob Beyblades, One Piece, Gans, Pokémon, Sailor Moon, da kommt so viel. Und also selbst über meine Internetseite oder sowas kommen immer Anfragen, wie hat dir das gefallen und so weiter. Und ich habe bisher jede beantwortet. Das mache ich wahrscheinlich auch im Fass ab. Aber ich finde, das sind wir auch schuldig und sonst kommt echt, also aus dem Realbereich kommt gar nichts, weil die Leute das für völlig selbstverständlich nehmen, dass wenn ein Kinofilm kommt, dass die Leute wie Spider-Man oder so und also das ist jetzt nicht, bist du nicht. Aber angenommen, ich hätte aber auch gedacht, das ist Spider-Man. Sorry. Wer bist du denn dann? Das musst du mir jetzt schon sagen. Deadpool. Okay, also dass Deadpool eben auch Deutsch spricht und alle anderen auch. Und das wird so in Deutschland völlig selbstverständlich genommen. Und deswegen freuen wir uns über positives Feedback. Ich glaube, jeder einzelne Synchronsprecher in ganz Deutschland. Also vielen Dank auch an euch. Leider sagen, die Zeit ist leider schon gleich um.
Wir sind leider an einem Zeitplan gebunden, denn es gibt ja noch gleich die Autogrammstunde, denn das sollten wir ja auch nicht zu kurz kommen. Wer hat noch eine Frage? Wer hat noch Sie hat es Also ich wollte nur fragen, ob ihr vielleicht noch kurz irgendwie macht der Starfighter, auch macht Aufsagen könnt oder... Autogrammkarten für euch da und wir sehen uns gleich wieder.